Hallo Freunde und willkommen zurück zu Minecraft Sky Factory. So, ich habe jetzt doch mal ohne Pause direkt weiter aufgenommen, nur hier kurz das Kabel wieder repariert. In der Hoffnung, dass wir, oh sehr schön, neun Stück, gleich einige so von diesen Sachen, die wir machen wollen. Oh, da war ein Tintenfisch. Von vornherein fertig kriegen und da nicht irgendwelche längeren Probleme mit haben. Ansonsten, wenn es doch noch irgendwo Ressourcen fehlen, wird es dann halt so ein, zwei Cuts geben. Ich hoffe auch, dass das rechts mit dem Menü wieder klappt. Das hatte sich ja irgendwie ziemlich aufgehängt. Also wir fangen einfach mal an und versuchen einfach mal so eine ME-Chest hinzukriegen. Jetzt ging es ja gerade irgendwie phänomenal schnell. Okay, nein. Wir fangen lieber mit dem 16K Storage an. Okay, dafür hatten wir, glaube ich, letztes Mal auch schon alles gesammelt. Richtig, es fehlte dann noch das hier. Hierfür seinerseits brauchen wir nochmal so ein Glas, kein Problem. 4 Glowstone können wir gerade mal zusammensuchen. Hier haben wir gleich einiges an Glowstone. Das da kann auch mal weg, das da kann auch mal weg. Dann brauchen wir noch, ups, da ist es, zack. Okay, also mit 4K alleine können wir noch keine Festplatte machen, oder? Nochmal gucken, Storage, wie heißen die denn alle? Storage Cell. So, Storage Cell. Ne, 16K ist, glaube ich, das kleinste. Okay, also man kann mit denen hier, die sind wirklich nur so Zwischenteile. Gut, fangen wir an, versuchen mal das da zu machen. Also nicht hiermit, sondern hier. Wir schmelzen das also gleich, was wir gleich craften einfach. Und um das herzustellen, brauchen wir halt Silikon, wofür wir diesen Dust, das weiß ich, wie das geht. Und hierfür brauchen wir ein Eisen, 2 Crystals und 2 Sticks. Okay, wo sind... Achso, habe ich auch im Inventar. Also, jetzt mal hier aus der Erinnerung. Müsste aber eigentlich klappen. Genau, das ist das Teil. Hier drin machen wir mal so ein Silikon. Und dann habe ich noch einmal kurz Zeit zum Nachgucken. 2 Redstone, Silikon, Diamant und das Teil. So, Diamanten haben wir hier einige gesammelt. Dann probieren wir das mal aus. Ich hoffe, dass das jetzt auch klappt, weil das ist, wie gesagt, auch alles so Beta-Stadium. Und dann gibt es jetzt durch Sky Factory hier speziell nochmal teilweise irgendwo mehr Rezepte, teilweise irgendwo weniger Rezepte. Also sowas wie zum Beispiel, dass man Wasser und Milch zusammenmischen kann. Ich glaube, das kommt durch diese ganze Ex Nihilo Sache. Ich glaube, das ist auch quasi der Mod, der das Ganze so ein bisschen zu Sky Factory macht. Soweit ich... Oh Gott, Leute, ich dachte, das wäre ein blauer Creeper oder so, aber irgendwie... Ach so, da war übrigens gerade diese schöne Feuertextur. Ist vielleicht dem einen oder anderen sowieso schon aufgefallen. Okay, wo war ich jetzt? Stehen geblieben. Achso, das Knife behalten wir auch. Verliert dann nur ein ganz bisschen Benutzung. Das ist natürlich spitze. Jetzt haben wir den Engineering Processor. Und brauchen noch dreimal das da. Sprich 12 Redstone, nochmal 3 Glas. Und vor allen Dingen 3 Calculation Processor. Die kann man wahrscheinlich auch wieder anders machen. Genau. Das geht auch wieder anders. Genau. Also hier 3 Silikon. Moment, wir brauchten für ein so ein Teil... Ach genau, 3 davon und dann also 3 davon, 6 Redstone und nochmal 3 Silikon. Silicon Valley, nein. Mist, war das jetzt schon richtig oder so? Ich weiß gerade gar nicht mehr, ob der Ofen quasi... Ach nee, ich glaube so, ne? Ich bin gerade ein bisschen blöd. Nimmt der das Item erst weg quasi und dann ist es da hinten? Ich weiß es nicht mehr. Ja, genau, leider. Ah! Okay, wir fangen schon mal an und machen schon mal die erste Version davon. In der Mitte kam dann, glaube ich, so ein Teil. Ach genau, die Items gehen hier auch gar nicht raus. Deswegen können wir das ja gleich so lassen. Den ersten haben wir. Zack. Ja, doch, passt da. Okay. Und da muss noch einer rein. Zack, jetzt haben wir 3 Stück davon. Die können wir dann nochmal schmelzen. Dann haben wir da schon mal die Calculation Processor. Und können... Ups, verklickt. Oh Gott, bin ein bisschen zu schnell im Moment. Die haben wir dann. Jetzt brauchen wir allerdings von diesen Teilen hier brauchen wir 3. Das heißt, von denen hier brauchen wir 12. Oha, oh Gott, jetzt wird es langsam nervig und vor allem jetzt wird es langsam teuer. gut, ja. Mhm. Insbesondere 12 Logic Processor. Oh, nochmal Prozessoren. Und zwar 12 mal... Hergestellt mit Gold, Redstone und Silikon. Vor allen Dingen aber tun die 12 so ein bisschen weh. 12. Okay, wie sieht's aus mit unserem... Ja, Gold haben wir noch genug. Dann haben wir hier also 12 Redstone. Könnte knapp werden. Ist knapp. Shit. Okay. We're fucked. Und wir haben natürlich auch nichts auf Lager. Gut, dann werde ich das jetzt einfach so weit machen, wie wir kommen.
Und ab dann quasi den Rest halt einmal so, ich lasse einmal laufen und dann mache ich Sand von Hand und bla und blub. Und dann hilft das dem Ganzen ein wenig und dann geht's voran. Also nochmal rekapitulieren, uns fehlen hier effektiv halt Redstone und so ein Zeug und hier dann, das sollten wir alles hinkriegen für die Logic oder Logic Prozessor. Das Silikon, die kriegen wir ja noch hin, die 12. Können wir dann ja schon mal vorbereiten. Ach gut. Ja, so. Also wir kriegen das Teil auf jeden Fall hin. Es wird nicht allzu schwer. Die ME-Chest sah eben komplizierter aus, aber ich glaube, es könnte dann doch vielleicht relativ leicht werden. Also erstmal kurz ein Fluix Crystal. Wieder aus ein Nether Quarz, ein Redstone und ein Certus Quarz. Ein Nether Quarz, ein Redstone und ein Certus Quarz. Sehr schön und Nacht wird's auf. Wir legen uns auch einmal hin. Nom, 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 so schön gemütlich. Ja. Okay. das dauert noch. So, dann schauen wir nochmal. Gut, den haben wir da. Glas ist kein Problem. Wir brauchen ein ME-Terminal. Was übrigens was anderes ist als das, was es vorher mal war. Und dafür brauchen wir so einen Logic-Prozessor. Sprich, ich kann hier auch gleich 13 Stück von machen. Zack, jetzt werden es 13. Und wir brauchen zwei ME-Glas-Cable Fluix. Und für die brauchen wir entweder, ich muss mal gerade schauen, ME-Glas-Cable Fluix mit Water Bucket macht irgendwie genau das gleiche. Ist ja unlustig. Also das hier vor allem. Wir brauchen drei Fluix Dust und sechs Glas. Fluix Dust kriegen wir, indem wir Redstone, Certus Quartz Dust und Nether Quartz Dust zusammenmischen. Das hier können wir wahrscheinlich einfach irgendwie. Ne, zum Crystal will ich es eigentlich nicht haben. Sondern ich will es quasi. Kann ich es pulverisen? Ja, genau, das war meine Hoffnung. Ich kann es pulverisen. Das ist sehr gut. Jetzt weiß ich nicht mehr, wie viele ich brauche. Ich glaube, drei waren es. Ich mache also mal drei. Zack. Und dann habe ich drei davon und kann mit den dreien. Nachdenken, 1, 2, 3 und 3 Redstone. Also uns fehlt auf jeden Fall einiges an Redstone. Ich werde also, wie gesagt, gleich mal einen Haufen Sand machen, den hier einfach reintun. Hier sammelt sich sowieso immer und immer mehr an. Also hier ist mittlerweile die halbe Truhe schon voll mit Gravel. Dann geht das da auch voran. So, und die werden wir hier los. Das war mit normalem Glas. Dann haben wir die Kabel nämlich schon mal fertig davon. Was ein bisschen blöd noch wird, wird das Terminal. Hier den 13. habe ich schon mit in Auftrag gegeben. Oh, Inventar voll. Ich glaube, den Bogen benutzen wir gerade erstmal nicht. Können also das mit dem zusammenpacken. Wie war denn das jetzt nochmal? Und dann da so. Und hier fehlt uns dann einfach nur genügend Redstone, dass wir da 13 von hinbekommen. Deswegen an dieser Stelle einmal ein Cut. Okay, wir haben jetzt gerade so genug Redstone zusammenbekommen. Da läuft jetzt seit einer Weile das durch. Ich habe mich übrigens mal dazu entschieden. Ich habe da mal noch ein paar Crafting Stations hingemacht, dass wenn ich irgendwelche größeren Sachen crafte, ich habe hier auch noch eine weitere hingemacht, sowas wie die Illuminated Panel in diesem Fall, dass ihr das Rezept dann zumindest einmal seht, beziehungsweise dass ich daran denke. Die brauche ich unter anderem für Folgendes. Für hier dieses ME-Terminal. Da brauchen wir auch einen Formation Core und einen Annihilation Core und jeweils Logic Processor. Und hier für die Teile brauchen wir auch jeweils nochmal einen Logic-Prozessor. Das heißt, wir brauchen dann insgesamt 15 Stück, wenn ich mich da jetzt nicht vertue. Ich brenne die jetzt einfach mal alle durch quasi, weil ich glaube, ja genau, was anderes kann man damit anscheinend eh nicht machen. Okay, Kabel habe ich aus Versehen noch mehr gemacht. Brauchten wir eigentlich gar nicht noch welche. Und genau, die Panel habe ich auch schon mal gemacht. Davon brauchen wir, soweit ich weiß, eigentlich nur einen erstmal. Aber was soll's. Einen können wir gleich zusammen machen hier mit einem Flux Dust und einem Certus Quartz Crystal. Das habe ich nämlich vorbereitet. Also einen mit einem Flux Dust, genau, und einem Certus Quartz Crystal. Dann kriegen wir die Formation Cores schon mal. Und dann brauchen wir aber auch noch den Annihilation Core. Dann nehmen wir dann Nether Quartz stattdessen. Kriegen wir auch hin, kein Problem. Also hier ein Nether Quartz. Ich hatte übrigens noch 8 Soul Sand, die habe ich dann mal da hinten auch durchgesiebt. Hat dann irgendwie, keine Ahnung, 14, 15 Nether Quartz gegeben. Das war auch ganz gut. Was fehlt hier jetzt noch? Mist. Weiß ich nicht mehr. Nochmal nachgucken. Ach so, wieder ein Fluix Dust. Ach so, dann müssen wir noch einmal einen Fluix Dust gerade hier durch. Kloppen.
klöppeln, wie auch immer. Das kann jetzt eigentlich erst einmal raus. Und den zusammen... Oh nein, jetzt brauchen wir dafür wieder einen Redstone. Ah, da habe ich mich dann ein bisschen verzählt. Ich hoffe, dass jetzt ein Redstone hier wieder... Oh ja, perfekt. Ah, die Götter sind uns gnädig. Ja, dann kann hier noch ein Fluix Dust hinzu und... Ist es vielleicht anders? Achso, ja, okay. So. Und jetzt können wir... Können wir das da mit dem da zusammen craften. Und da kommt das noch hinzu. Und dann noch einmal so einer. Boah, dieses Rezept, ne? Das ist mega krass. Also jetzt nicht super teuer oder so, aber sind, also nichts davon kennt man irgendwie so. Das finde ich das Schreckliche daran. Nichts davon kennt man. Okay, so, jetzt kriegen wir das Teil aber, glaube ich, fertig tatsächlich, ne? Noch einmal schauen, also den Flux Crystal, ich kann ja, wie gesagt, irgendwie auf dieses Fragezeichen nicht klicken. Passiert ja irgendwie nichts, also zumindest eigentlich wird ja einem das Rezept hier so angezeigt, bei mir halt nicht. So, musste das Certus-Glas sein, das kann irgendwelches Glas sein und da können Kabel hin. Da müssen Kabel hin, können, wäre schön. Und wir haben unsere ME-Chest fertig. Schön, hat auch lang genug gedauert. Jetzt probieren wir uns nochmal an dem 16K ME-Storage-Cell. Dafür brauchen wir auch Redstone, den habe ich auch nicht mitgezählt. Quarzglas haben wir aber, Iron Ingots haben wir nicht ganz genug, aber hier müsste noch einiges drin sein. So, 36, perfekt. Okay, aber wir haben hier die 12, die wir brauchen. Also das ist hier außen alles kein Problem. Sobald wir halt den Redstone dafür haben. Und hier haben wir jetzt die Engineering Processor. Einen brauchen wir, einen haben wir. Glowstone werden wir wohl genug haben mit dem Glas. Oh, hier brauche ich auch nochmal Redstone. Oh, das wird zu viel. Das sind schon 12, mit dem anderen 13 Redstone. Und dann brauche ich ja noch 12 hiervon. Oh Gott, und das ist ja nochmal 48 zusätzlich. Das ist ja... Oh Gott, das sind 61 Redstone, wenn ich mich nicht vertue. Also die Prozessoren hier habe ich. 61 von den Kristallen ist, glaube ich, auch nicht das Problem. Oh, doch, ist ein Problem, oder? Ist hier noch was drin? Einer ist hier noch drin, das reicht aber trotzdem nicht. Shit, wie bekam man die nochmal? Was musste man da nochmal dann durchdingsen? Die bekam man doch auch irgendwie hier eigentlich aus dem... Hä? Certus Quartz Crystal. Ah, ja, hier ist es. Lol, ich muss irgendwie voll oft auf Kategorie klicken. Bei Sand bekam man die raus. Okay, also muss ich Sand gleich auch nochmal ein bisschen durchhauen. Und danach ziemlich viel Redstone, weil das dann doch mal eine ganze Weile dauert. Ja, würde ich sagen, schiebe ich das auf nächste Folge, sodass das dann fertig ist, dass wir mit dem ME-System in klein auch schon mal anfangen können. Machen wir jetzt einfach noch so ein bisschen rumgedönere hier. Einfach mal so ganz allgemein alles noch ein bisschen vorantreiben. Der hier ist zum Beispiel immer voll, ne? Das geht gar nicht. Das ist ganz schrecklich, wie der immer voll ist. Ich glaube, ich hätte mir gegebenenfalls doch tatsächlich... Oh, das ist relativ laut. Einen Gefallen getan, wenn ich da diese Transfer-Pipe hingetan hätte. Ich weiß natürlich nicht, wie das genau mit dem Filter funktioniert und so. Aber so ist es auf jeden Fall ein ziemlicher Krampf hier mit dieser... übervollen Truhe und von Hand diese Sachen da rein zu tun. Ich müsste es ja nicht unbedingt machen. Wir haben im Grunde genommen genug Holz. Aber ich will es natürlich machen, weil ich will ja auch mehr Holz. Denn das Teil da frisst auch tatsächlich ziemlich viel Holz. Also der hier frisst die weg wie sonst was. Können ja einmal gerade gucken. Jetzt ein Holz, 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 jetzt ein Holz. Sehen wir, dass wir das weniger wird. Jo, da, ne? Bam, bam, bam. Also der frisst auch ganz schön gut Holz weg, muss man sagen. Von daher, da bin ich auch immer fleißig am Nachfüllen. Damit das auch nicht leer wird. Von daher, das muss sowieso alles irgendwie noch automatisiert werden. Und da brauchen wir noch bessere Möglichkeiten. Ich weiß nicht, ob es hier die passenden Solarpanel und so ein Zeug gibt, womit man sowas machen kann. Es gibt ein Solarteil. Das wird natürlich wahrscheinlich relativ wenig produzieren. Ich müsste mir eigentlich mal... Es ist von Extra Utilities. Ich werde mir mal offline gleich mal die ganzen Werte angucken. Ne, was wie viel produziert. Ob wir vielleicht sagen, yo, Block of Diamond, Hauptsache. Aber wenn der halt viel macht, wäre nicht schlecht. Also, ne? Werde ich wohl einmal gucken dann. Nom, 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 nom. Okay, so, dann, ja. Das sieht auch spektakulär aus, tatsächlich. So, ja, hier, ihr seht, das ist tatsächlich ein reelles Problem. Also ich habe hier noch relativ viel Sand drin, das ist eigentlich ziemlich gut. Denn dann können wir den hier gleich durchhauen, damit wir hier auch die Crystals kriegen. Auch wenn da jetzt noch das drin ist und die kaum zu unterscheiden sind.
Aber was soll's? Die Erde können wir da mal gerade noch hin. Oh, das wird duster. Ich lege mich schnell hin. Auch übrigens diese Tageszahl, ne? Da oben links 76. Ihr dürft da jetzt nicht jedes Mal 10 Minuten rechnen. Das passt ja vorne und hinten nicht. Ich glaube, ein Minecraft-Tag hat 10 Minuten, ne? Inklusive Nacht oder exklusive Nacht? Das weiß ich jetzt natürlich nicht. Jedenfalls, ich lege mich ja immer, also fast immer ins Bett hier bei dem Projekt. Und diese scheiß Feuertextur. Und deswegen kann man das nicht so ganz rechnen, weil der ja immer von 18:35 Uhr oder 19 Uhr oder wann auch immer ich mich dann hier hinlege quasi, immer springt auf, keine Ahnung, auf was der springt. 6 Uhr schätze ich mal. Also es ist dann doch etwas unrealistisch tatsächlich. So, das ist ganz schön. Okay, ja, dann wäre es das auch tatsächlich für heute schon wieder. Das wird hier etwas dauern, bis wir genug Kristalle und Redstone haben. Leider. Habe ich irgendwie ein bisschen verplant, muss ich zugeben. Aber was soll's, das ist jetzt tatsächlich reines Warten. Nach wie vor da hinten ein bisschen Erde hinpacken, da schön immer Holz wegnehmen, da in die Truhen reintun und so. Also ihr verpasst tatsächlich nichts. Wenn jetzt irgendwelche fancy Rezepte kommen, wo ich sagen würde, boah, das würde man sonst aber verpassen quasi, dann wie gesagt, werde ich die hier jeweils überall vorbereiten, dass ich die dann noch einmal schnell zeigen kann. Okay, das wär's für heute. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da und dann sehen wir uns übermorgen zurück zu Minecraft Sky Factory. Tschüss.